denn du schon wieder hin? Willi, mach doch langsam. Hopp, hopp, Junge, wenn er da ist, mach doch langsam. Na, Max. Josef. Kleines Helles? Und klar. War der Renate schon da? Heute noch nicht. Den Matula! Freue mich, dass du da bist. Ehrlich. Ein Schnaps, ein Bier. Mann, ist der voll. Er feiert heute Geburtstag, seinen 50. So habe ich den noch nie gesehen. Du siehst, 50 ist kein Alter. Da bricht Willi noch alle Rekorde, jedenfalls im Schlucken. Prost, Willi! Willi, komm mal her. Was ist denn los? Mir pressiert's. Wo willst du denn hin? Zum Friedhof? So, was soll ich nach dem Friedhof? Dich begraben lassen. Hör zu. Tief erschüttert über die Nachricht vom Ableben Ihres Gatten sprechen wir Ihnen, liebe Frau Kunze, unsere herzliche Anteilnahme aus. Ihre Familie Ruhland. Sag mal, wieso kommen die auf die Idee? Da steht schwarz auf weiß. Plötzlich und unerwartet verstarb unser lieber Freund, Schreinermeister Willi Kunze, im Alter von 50 Jahren. Es trauern um ihn deine Stammtischbrüder. Die spinnen doch wohl! Geh, sei doch nicht so humorlos. Ach, das ist doch wirklich ein blöder Witz. Also, wenn du dich gesehen hättest, so scheintot, wie die dich nach Haus transportiert haben. Stell dir vor, unsere Kunden lesen den Blödsinn und gehen zu einem anderen Schreiner. Du, da machen wir einen Werbegag draus. Ja, wir schicken allen Kunden eine Fotokopie von der Todesanzeige und schreiben dazu, dass du noch quick lebendig bist und dich auf ihre nächsten Aufträge freust. Die können wir auch dringend brauchen. Genauso wie die neuen Maschinen. Bloß bezahlen kann ich sie nicht. Ja, aber dafür hast du doch den Kredit. Den hab ich nicht, den krieg ich erst. Am 20. Herr Kunze. Um es kurz zu machen, Ihr Kreditantrag über 60.000 Mark ist abgelehnt worden. Bitte. Abgelehnt? Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe Ihnen doch meine Bilanz gezeigt und die Auftragsbücher und die weitere Entwicklung. Sie waren doch selber der Meinung, das müsste klappen. Tja, aber leider. Aber warum nicht? Sie haben uns eine falsche Selbstauskunft gegeben. Was habe ich? Eine falsche Selbstauskunft gegeben. Sie haben uns einen Kredit über 50.000 Mark verschwiegen. Was? Entschuldigen Sie, Herr Köhler, aber das stimmt nicht. Herr Kunz, es hat doch keinen Sinn, das abzustreiten. Unsere Nachforschungen haben dies einwandfrei ergeben. Wissen Sie, wie lange ich schon mit Ihrer Bank zusammenarbeite? Nein, es interessiert mich auch nicht. Ich habe meine Vorschriften und daran halte ich mich. Fast 20 Jahre. Aber das möchte ich Ihnen noch sagen. Ihr Vorgänger, der hätte wenigstens mit mir gesprochen, bevor er... Aber das war halt noch eine andere Generation. Ich sage Ihnen, es gibt keinen anderen Kredit. Es gibt diesen Kredit, Herr Kunz. Er ist am 12. des Monats ausgezahlt worden. Und wer sagt das? Die Schufa. Schufa? Ja. Die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Da sind alle Ihre Daten gespeichert. Und ich sage Ihnen, das stimmt nicht. Wenn Sie meinen, dass es sich um einen Falscheintrag handelt, dann müsste es doch ein leichtes sein, diesen Eintrag löschen zu lassen, nicht wahr? Sie können ja dann gerne noch mal wiederkommen. Mich müssen Sie jetzt entschuldigen. Ich habe noch andere Kunden. Sie wissen, dass ich ohne diesen Kredit nicht einmal meine Löhne zahlen kann. Ich weiß. Das ist doch nicht zu fassen. Sie glauben einen blöden Computer mehr als einen Mann, den Sie seit 20 Jahren kennen und... Warum überprüfen Sie nicht wenigstens das, was ich Ihnen sage? Wir haben überprüft. Das Ergebnis kennen Sie doch. Bedauerlicherweise wurde unser Vertrauensverhältnis dadurch erheblich belastet. Guten Tag.
Jetzt hören Sie mir mal zu, Herr Köhler. Sie haben diese Entscheidung bestimmt nicht allein getroffen. Dazu sind Sie noch zu klein. Aber Sie werden sie ausbaden müssen. Dazu sind Sie groß genug. Sie werden sich noch wundern. Und deshalb erscheint nach unserer Auffassung ein Vergleich in der von Ihnen vorgeschlagenen Höhe unannehmbar. In Erwartung Ihrer Stellungnahme verbleibe ich mit kollegialen Grüßen. Kopie wie immer, Geschäftsstelle OLG Frankfurt. Ja? Herr Kunze. Kunze? Schreinermeister Kunze. Er kommt auf Empfehlung von Herrn Matula. Ach so. Er sagt, es sei sehr dringend. Na gut. Soll er reinkommen? Bitte? Brennt's? Kunze? Na, wo brennt's denn? Brennen tut's doch nicht. Aber ich. Ach, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Irgend so ein Computer spinnt. Bei der Schufa. Sie wissen, was das ist. Natürlich. Also die bei der Schufa behaupten, ich hätte einen Kredit über 50.000 Mark. Aber das stimmt gar nicht. Naja, sowas kann schon mal vorkommen. Ein Bekannter von mir hat neulich eine Telefonrechnung über 1.980.000 Mark gekriegt. Statt über 198. Wie hoch ist Ihr Kredit denn wirklich? Ich habe überhaupt keinen. Von niemandem. Ach. Ja, ich habe einen haben wollen, aber meine Bank hat ihn abgelehnt. Wegen dem angeblichen anderen. Verstehe. Und weil ich im Augenblick einen Engpass habe, finanziell meine ich, da musste rasch was passieren. Und der Josef Matula, der hat mir empfohlen, dass ich am besten gleich zu Ihnen gehen soll. Weil unser einer kennt sich in so Sachen halt doch nicht aus. Nicht? Es geht also darum, einen Falschantrag bei der Schufa zu löschen. Genau. Von wem stammt denn dieser angebliche Kredit? Bankhaus Friedrichsen und Co. Vor einer halben Stunde habe ich das bei der Schufa selbst in Erfahrung gebracht. Helga, bitte verbinden Sie mich doch mit dem Bankhaus Friedrichsen, mit dem Leiter der Kreditabteilung. Gern. Die Schufa kann einen Eintrag nicht eigenmächtig löschen. Sie ist angewiesen auf die informierende Bank. Und sie kann die gespeicherten Informationen auch nicht auf ihre Richtigkeit überprüfen. Und deshalb rufen Sie die Bank gleich selber an. Ja. Herr Altmann vom Bankhaus Friedrichsen. Danke, Helga. Renz? Guten Tag, Herr Altmann. Sie sind der Leiter der Kreditabteilung. Auch, aber nicht nur. Ich bin der Direktor unserer Filiale. Womit kann ich Ihnen denn dienen, Herr Dr. Renz? Ein Mandant von mir erklärt, Ihre Bank habe eine Falschmeldung an die Schufa gegeben. Das kann ich mir nicht denken. Wie heißt Ihr Mandant denn? Herr Kunze. Er sitzt mir gegenüber. Einen Moment mal. Kunze. Kunze, der Name sagt mir etwas. Warten Sie mal. Hören Sie doch mal mit. Es kann sein, dass ich den Vorgang sogar noch hier habe. Einen Moment. Ja, da ist er. Worum geht's denn? Der Mann versichert glaubhaft, er habe keinen Kredit bei Ihnen. Sie aber hätten einen an die Schufa gemeldet. Schreinermeister Willi Kunze? Ja. Sie wissen, dass ich ohne Einwilligung des Kreditnehmers und am Telefon überhaupt keine Auskunft geben darf, ne? Natürlich weiß ich das. Aber ich versichere Ihnen, es ist keine Falschmeldung von unserem Institut an die Schufa ergangen. Ja, aber dann müssen doch wenigstens Unterlagen existieren über den Vorgang. Der Kreditvertrag, Zahlungsbelege, Quittungen und so weiter. Ja, selbstverständlich. Vielleicht kann ja Herr Kunze in den nächsten Tagen mal vorbeikommen. Das wäre leider zu spät. Wie sieht's denn heute aus? Am besten gleich. Unmöglich. Ich stecke mitten in Terminen. Aber das tun wir doch alle, Herr Altmann. Aber 5 Minuten werden Sie doch erübrigen können. Und sollten Sie persönlich verhindert sein, was ich natürlich bedauern würde, genügte uns auch einer Ihrer Mitarbeiter. Was uns vor allem interessiert, sind die Unterlagen. Also gut. Sagen wir... In einer halben Stunde sind wir bei Ihnen. Auf Wiederhören, Herr Altmann. Prima. Nägel mit Köpfen. Richtig. Sie sehen, die gibt's nicht nur in der Schreinerei. Gehen wir. Thank you.
gut kennen Sie meinen Freund Matula. Sie glauben mir nicht. Was heißt glauben? Ich will nicht glauben, ich will wissen. So, meine Herren, das ist der Antrag. Wenn Sie sich von der Richtigkeit überzeugen wollen. Danke. Das ist der Kreditvertrag? Ja. Die Auszahlungsquittung. Ist das Ihre Unterschrift, Herr Kunze? Unterschreiben Sie so? Ja, ich... ja. Herr Altmann, kann ich bitte mal einen Zettel haben? Danke. Hier, unterschreiben Sie mal. Nehmen Sie ruhig Platz. Das ist doch Ihre Unterschrift, Herr Kunze. Es sieht so aus. Ja, und? Das muss eine Fälschung sein. Ich habe das nicht unterschrieben. Jetzt machen Sie aber einen Punkt. Ich habe auch Herrn Altmann vorher noch nie gesehen. Stimmt das, Herr Altmann? Ja, das stimmt. Ich habe Herrn Kunze bis jetzt noch nicht kennengelernt. Aber das bedeutet ja wohl nichts. Bearbeitet hat die Angelegenheit das Kreditvermittlungsbüro Zenker. Und die Größenordnung des Kredits? Ich meine, 50.000 Mark sind ja nicht gerade wenig. Hat sie auch nicht dazu bewegen können, sich den Kunden etwas genauer anzusehen. Nein. Wozu denn? Wenn die Auskunft über einen Kunden in Ordnung ist und wir dem Kredit nach Überprüfung stattgeben, dann gibt es für mich keinen Grund, mich da persönlich einzuschalten. Und die Auskunft über Herrn Kunze war in Ordnung. Sie stammt von Frau Doris Zenker? Ja. Einer absolut zuverlässigen Kapitalvermittlerin, mit der wir seit Jahren problemlos zusammenarbeiten. Die müsste Herrn Kunze aber doch kennen. Na, mit Sicherheit. Verdammt nochmal, was wird denn hier gespielt? Ich bin doch nicht verrückt! Ich kenne keine Frau Zenker! Den Namen höre ich hier zum ersten Mal! Das wird sich herausstellen. Herr Altmann, Sie haben doch sicher nichts dagegen, wenn wir die Unterschriften auf Ihren Unterlagen von einem Sachverständigen überprüfen lassen. Nein, natürlich nicht. Wenn es der Kreditnehmer selber will. Herr Kunze, haben Sie was dagegen, wenn ich die Unterschriften überprüfen lasse? Nee, bestimmt nicht. Dann sind wir uns also einig. Da, dass mir das jetzt erst auffällt. Die Adresse ist falsch. Ich wohne in Mühlbauerstraße und hier steht Schillerstraße 40. Wie erklären Sie sich das? Das sollten eigentlich Sie uns erklären, weshalb Sie Frau Zenker eine falsche Adresse gegeben haben. Aber nachdem ich Ihren Auftritt hier erlebt habe... Sie... Was nehmen Sie sofort zurück? Jetzt! Reißen Sie sich zusammen, oder Sie verlassen sofort mein Büro. Für heute reicht's. Sie werden von mir hören, Herr Altmann. Auf Wiedersehen. Kapitalvermittlung Zenker, guten Tag. Bist du allein? Ach, du bist es. Ja, ich bin allein. Weißt du, wer eben bei mir war? Mit seinem Anwalt? Nein, keine Ahnung. Schreinermeister Willi Kunze. Was? Auferstanden von den Toten. Und wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Keine Panik, Klaus, bleib ganz cool. Weiß er, dass wir ihm einen Kredit vermittelt haben? Aber klar, deswegen waren die doch hier. Und jetzt sind sie wahrscheinlich schon auf dem Weg zu dir. Doris, mach deinen Laden dicht und fahr. Wieso denn? Ich bleib natürlich hier. Ich pack den Stier bei den Hörnern. Was ist das eigentlich für ein Typ, dieser Kunze? Da ist es. City Passage 27. Wissen Sie was? Wir tauschen die Rollen. Sie spielen den Rechtsanwalt und ich den Schreinermeister. Ich kann kein Theater spielen. Na,
Wahnsinn, wenn ihm nicht mal der eigene Anwalt glaubt. Also Sie behaupten, Frau Zenker noch nie gesehen zu haben? Ich schwör's. Das werden wir ja gleich erleben. Und Sie, Herr Dr. Renz, Sie reden jetzt darüber so wenig wie möglich. Haben Sie mich verstanden? Sind Sie Frau Zenker? Ja, wieso? Sie wünschen? Das ist mein Anwalt, Herr Dr. Renz. Guten Tag. Guten Tag. Darf ich mal reinkommen? Ja, ja, bitte, bitte. Sie kennen sich ja hier aus. Was? Sie waren schon mal da, Herr Dr. Renz? Nee, nee, das muss ein Irrtum sein. Also, das verstehe ich nicht. Natürlich kennen wir uns. Das ist nicht sehr schmeichelhaft für mich, wenn Sie sich gar nicht mehr erinnern. Na bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Und warum verraten Sie mir Ihren Namen nicht? Och, mich kennen Sie doch bestimmt. Ich bin Schreinermeister Willi Kunze. Aha. Sagen Sie, Herr Dr. Renz, bis zu welchem Streitwert ist eigentlich der Einzelrichter beim Amtsgericht zuständig? Wie kommen Sie jetzt drauf? Ich meine... Unser Streitwert ist sowieso höher. Und wahrscheinlich geht es um keinen Zivil-, sondern um einen Strafprozess, Frau Zenker. Darf ich fragen, was Sie so erheitert? Darf ich Sie fragen, was Sie mit dieser Komödie bezwecken? Herr Kunze, jetzt sagen Sie schon, was soll das Ganze? Sie kennen diesen Herrn? Ja, selbstverständlich. Vor knapp einer Woche, da war er hier in diesem Zimmer. Und da habe ich ihm einen Kredit beim Bankhaus Friedrichsen vermittelt. Ja, darf ich denn auch die Höhe verraten? Sie kennen mich? Ich soll hier gewesen sein, in diesem Zimmer? Ja, aber selbstverständlich. Ist das die ganze Welt ein Irrenhaus? Vielleicht bin ich wirklich verrückt, Herr Doktor. Also bitte, ich kann Ihnen die Verträge zeigen. Nicht nötig. Was Furchtbares passiert? Entschuldigen Sie mich, Herr Doktor. Verzeihen Sie, gnädige Frau, ich werde Sie anrufen. Auf Wiedersehen. Bitte, bitte. Auf Wiedersehen. Sie ist der Fall jetzt endgültig klar. Ich bin entweder völlig verlogen oder geistesgestört. Das würde ich nicht sagen. Also, Sie glauben mir? Jedenfalls mehr als vorher. Wieso? Erstens, weil Sie wirklich ein miserabler Schauspieler sind, zumindest in der Rolle eines Anwalts. Und zweitens, weil mir während unserer Vorstellung klar wurde, dass dies wenig beweist. Wenn hier ein Riesenbetrug läuft, was ich für möglich halte, dann ist er perfekt geplant. Wenn die ihre Unterschrift fälschen können, dann können sie auch rauskriegen, wie sie aussehen. Verstehe. Gewisse Hoffnungen setze ich auf den Schriftexperten und auf unseren gemeinsamen Freund Matula. Das wird wohl mehr ein Fall für ihn werden. Das ist unfasslich. Alle Jubeljahre, vielleicht macht jemand so einen dämlichen Scherz in der Todesanzeige. Und genau den picken wir uns raus. Mein Gott, alles sprach doch für ihn. Selbstständiger Unternehmer, Handwerksmeister, Buchstabe K. Mein Gott, dass dieses Arschloch ein paar Tage später selber einen Kredit will und von dem Schufa-Eintrag erfährt. Normalerweise nehmen nämlich Tote keinen Kredit mehr auf. Wenn der Kunze oder der Renz den Staatsanwalt einschalten, dann ist es aus. Der Renz glaubt seinem Mandanten kein Wort. Aber der Kunze lässt nicht locker, das garantiere ich dir. Natürlich. Er ist ein sehr ehrenwerter Kaufmann. Denk doch an dich selber, hm?
wie lange du gebraucht hast, bis du endlich bei meinem Plan mitgemacht hast. Hm? Weil ich mich sterbe. Immerhin strafmildernd das Motiv für mich. Keine Angst. Die Unterschriften sind perfekt. Und wenn wir beide nicht die Nerven verlieren, dann kann uns überhaupt nichts passieren. Doris, ich hab einfach nicht deine Nerven. Hast du nichts Ungesetzliches getan? Hast Kredite gegeben und das ist der Job eines Bankers. Die Kredite werden pünktlich verzinst und getilgt. Weder deiner Bank noch irgendjemand ist Schaden entstanden. Das hast du mir oft genug gesagt. Dass das für uns kein totes Kapital war. Das wird dir doch keine schlaflosen Nächte bereiten. Okay, okay. Wir haben clever eine Million erwirtschaftet. Mhm. Steuerfrei. Warum hören wir jetzt nicht auf damit? Du wolltest doch warten, bis deine Tochter endlich das Abitur hat. Dann wolltest du dich erst von deiner Frau trennen. Doris, hör auf damit. Also, was wollen wir tun? Aufhören? Weitermachen? Hm? Bitte, Frau Groß, fahren Sie fort. Da die Unterschrift kurz und mehrmals angesetzt ist, ist sie leichter zu fälschen als beispielsweise eine schwungvolle, lange, ohne weiteren Ansatz geschriebene Unterschrift. Frau Groß, was wir wissen wollen, ist, ob die Unterschriften auf den Bankunterlagen gefälscht sind oder nicht. Zwar ist der erste Ansatz im ersten L druckstärker als bei allen anderen Vergleichsunterschriften, aber bei den sich auch im Vergleich anbietenden Unterschiedlichkeiten erscheint mir das im Toleranzbereich zu liegen. Es lässt sich deshalb nicht mit vollständiger Sicherheit ausschließen, dass die Unterschriften gefälscht sein könnten. Aber als Gutachterin von einem Gericht befragt, würde ich zu der Aussage kommen, dass es sich mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit um die Originalunterschrift von Herrn Kunze handelt, als um eine Fälschung. Jetzt glauben Sie mir auch nicht mehr. Es geht hier nicht um Glauben, es geht um die Möglichkeit, ein eventuelles Gerichtsverfahren zu gewinnen. Und die sieht im Moment verdammt schlecht aus. Die Schriftsachverständige sagt, das da sind ihre Unterschriften. Und die Kreditvermittlerin, die sie noch nie gesehen haben wollen, erkennt sie trotz unseres Rollentausches. Und diese Tatsache müsste ich, ihr eigener Anwalt, auf Befragen des Gerichts auch noch bezeugen. Außerdem sind sie in größeren finanziellen Schwierigkeiten. Damit wäre auch ihr Motiv klar. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich fürchte, Sie müssen den Kredit von 50.000 Mark in der vereinbarten Form zurückzahlen. Das kann ich nicht. Gerichtliche Schritte jedenfalls würden Sie nur zusätzliches Geld kosten und hätten keine Aussicht auf Erfolg. Ich kann Ihnen in dieser Situation nur raten, die Dienste von Herrn Martula in Anspruch zu nehmen. Wenn er neue Beweismittel beibringt, dann sehen wir weiter. Entschuldigen Sie mich, ich muss zum Gericht. Kann ich Sie mitnehmen? Aber gerne. Auf mit den Geräuschen. Na ja. Glaubst du mir wenigstens? Klar. Du lügst. In meinem Beruf sieht man hinter zu viele Fassaden. Der eine wird erpresst, der andere hält sich eine zu teure Freundin, der dritte hat's heimlich mit der Spielbank. Im nächsten Jahr feiere ich silberne Hochzeit und in den ganzen Jahren bin ich meiner Frau treu geblieben. Was würde deine Arbeit denn kosten? 400 am Tag, ohne Spesen. Kannst du dich einen Freundschaftspreis machen? Okay, zieh 10% ab. Aber die Spesen nicht mitgerechnet. Gut, sagen wir 350. Wer sagt mir, dass du Erfolg hast? Niemand. 350.
Wie lange brauchst du? Da könnten wir kein Erfolgshonorar ausmachen. Nee, nee, bei so einer aussichtslosen Sache nicht. Weil nicht mal du an den Erfolg glaubst, wir sollten nicht dran glauben. Du musst daran glauben. Du hast sonst nichts. Willi, du weißt doch, ich tue, was ich kann. Also gut. Aber ich kann nur eine Woche bezahlen. Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Was willst du denn machen? Der einzige Haken ist die Adresse auf deinem Kreditantrag. Sie stimmt nicht. Warte mal, suchen Sie jemand? Ich möchte zu Dr. Hinrich Berger. Der wohnt nicht mehr hier. Was wollen Sie eigentlich? Oh, ich bin von der Post. Ich habe ein Einschreiben für ihn. Den Postboten kenne ich. Der ist krank. Ich bin die Vertretung. Aha. In wessen Auftrag haben Sie die beiden zusätzlichen Briefkästen angebracht? Das geht Sie gar nichts an. Nehmen wir mal an, Sie haben keine Ahnung, zu welchem Zweck die Briefkästen da hängen. Aber dass es etwas Ungesetzliches ist, war Ihnen doch wohl klar. Was ist denn ungesetzlich an Briefkästen? Mit dieser Frage werden Sie bei Gericht großen Eindruck machen. Was für ein Gericht denn? Was haben Sie dafür gekriegt, dass die beiden Briefkästen da hängen? 500 Mark. Und wer hat Ihnen das kleine Nebengeschäft vorgeschlagen? Jemand. Und die Namen? Der hat man mir durchgegeben am Telefon. Dr. Hinrich Berger und Wilhelm Kunze? War es Wilhelm Kunze oder nicht? Ja, aber nicht Wilhelm. Willi Kunze. Danke, das war's schon. Übrigens, war dieser jemand ein Mann oder eine Frau? Stör ich? Ja, aber setz dich. Na, was ist? Irgendwas in dem Haus ist mit den Briefkästen. Es sind zwei zu viele. Du sprichst in Rätseln. Darf ich mal? Wenn es keine Freundin in New York ist, würde ich die im Frankfurter Telefonbuch suchen? Bei deinen Tricks weiß man nie. Guten Tag. Mein Name ist Matula. Kann ich bitte Dr. Berger sprechen? Was? Vor 3 Wochen beerdigt. Das tut mir aber leid. Herzliches Beileid. Ach so, Sie sind nur die Putzfrau. Dann entschuldigen Sie die Störung. Wiederhören. Er ist tot. Schade. Was hat denn dieser Dr. Berger mit unserem Fall zu tun? Im Haus Schillerstraße 40 gibt es 2 Briefkästen, die keinem der Hausbewohner gehören. Auf dem einen stand bis vor kurzem Willi Kunze. Und auf dem anderen Dr. Hinrich Berger. Aber der ist tot. Kannst du mir sagen, was ein Toter mit einem Briefkasten will? Noch dazu in einem Haus, in dem er gar nicht wohnt? Vielleicht erwartet er noch Post. Im toten Briefkasten. Es muss irgendeinen Zusammenhang zwischen diesem Dr. Berger und unserem Willi Kunze geben. Sag mal, können wir das nicht beim Mittagessen überlegen? Kein Appetit. Versuch du mal, eine Schufa-Auskunft über diesen Dr. Berger einzuholen. Dr. Hinrich Berger. Kannst du das nicht? Hast du nun Kontakte zu Bankern oder ich? Hm? Ah.
Wenn einer deine Unterschrift gefälscht hat, dann muss er deine Originalunterschrift haben. Wer könnte da in Frage kommen? Familie, Kinder, Frau. Unmöglich, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Da wärst du nicht der Erste, der sich verbrennt. Ich sagte doch völlig unmöglich. Willi? Hier ist dein Kaffee. Und Ihre Milch. Danke. Danke. Bitte. Eine nette Frau hast du. Wer könnte denn noch deine Originalunterschrift haben? Meine Unterschrift ist auf jeden Kostenvoranschlag. Bitte. Das alles? Ja. Sinnlos. Dieser Dr. Berger muss uns helfen, obwohl er tot ist. War er bestimmt kein Kunde von dir? Kannst du nachgucken. Vergiss es. Aber da ist was anderes. Was? Du sagst, er ist tot? Ja. Ich war nämlich auch schon mal tot. Ja. Da. Das ist ja ein Ding. Schlechter Scherz von meinen Stammtischbrüdern zu meinem 50. Ich war zufällig in der Nähe. Ah. Ist ja noch keine 3 Wochen her. Am 5. Und am 7. stand die Anzeige in der Zeitung. Und wann sollst du den Kredit aufgenommen haben? Am 12. Darauf muss ich erst mal eintrinken. Hast du noch einen Schluck? Sicher. Darf ich mal telefonieren? Klar. Das klingt gut. Und es kommt noch besser. Dr. Berger hat einen Kredit aufgenommen. Und weißt du, bei welcher Bank? Na, bei Friedrichsen und Co. Richtig. Und weißt du, wer den Kredit vermittelt hat? Die Zenker. Richtig. Und weißt du, wann er aufgenommen wurde? 3 oder 4 Tage nach Bergers Tod. Richtig. Vorschlag. Ich nehme die Zenker vor und du dir den Altmann. Aber wir haben doch gar nichts gegen ihn in der Hand. Du sollst ihm doch nur auf den Zahn fühlen. Gucken, ob er wackelt oder ob er faul ist. Ciao. Ciao. Herein. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen? Ich brauche einen Kredit. Nehmen Sie Platz. Danke. In welcher Höhe? 50.000. Verwendungszweck? Ist das nicht meine Sache? Nein. Wenn Sie 50.000 Mark haben wollen, dann müssen Sie dann schon eine Menge Auskünfte erteilen. Haben Sie denn irgendwelche Sicherheiten anzubieten? Grundbesitz, Wertpapiere? Nichts dergleichen. Am besten, Sie nehmen diesen Kreditantrag mit nach Hause, lesen ihn gründlich durch, füllen ihn aus und dann kommen Sie wieder. Darf ich? Bitte. Name Kunze. Vorname Willi. Beruf Schreiner. Anschrift Schillerstraße 40. Verwendungszweck des Geldes. Da machen wir einfach mal einen Strich. Sicherheiten. Das ist der heikle Punkt. Da schreibe ich da einfach mal hin. Wissen. Wissen ist ja schließlich auch eine Sicherheit. Ich meine, wenn man etwas ganz genau weiß, oder? Was wollen Sie? Na, ein Kredit. Das habe ich doch gleich gesagt, als ich reinkam. Sie haben doch eine Kreditvermittlung. Oder verkaufen Sie hier frische Landeier? Unterschreiben Sie den Antrag. Kommen Sie morgen wieder, ich werde sehen, was sich machen lässt. Ach, wissen Sie, mit der Unterschrift tue ich mich schwer. Besonders seit ich tot bin. Alles andere ja. Kredit aufnehmen, Geld abheben, das kann ich schon noch.
Aber die Unterschrift, die haut einfach nicht hin. Vielleicht probieren Sie es mal für mich. Willi Kunze, ist ganz einfach. Nur am Aufstrich des L, ich meine vom ersten L von Willi Kunze, da müssen Sie aufpassen. Das Wissen, das Sie als Sicherheit anbieten, das scheint ja beträchtlich zu sein. Ach, wissen Sie, wenn man tot ist, da bleibt einem einfach nichts mehr verborgen. Das werden Sie auch noch erfahren. Hier. Damit Sie schwarz auf weiß sehen, dass Sie Besuch aus dem Jenseits haben. An sowas kann man ja immer schlecht glauben. Wer sind Sie? Matula, Privatdetektiv. Von Kunze engagiert. Für 350 am Tag. Auf eine Woche limitiert. Macht nicht mal 2.500. Wenn man das mit einem nicht rückzahlbaren Kredit über 50.000 vergleicht, kann man schon in Versuchung kommen, manches von dem zu vergessen, was man weiß. Manches oder alles? Also gut, alles. Und für immer? Einverstanden. Ich komme wieder. Den Kreditantrag lasse ich da. Sie brauchen ja sicher noch ein bisschen Zeit, die Unterschrift zu üben. Oder nee, die haben Sie ja drauf. Mit dem Bier? Es ist schade. Da wird's beste Bier schade, wenn es eine Stunde stehen lassen. Ist ja kein Vorwurf. Aber ich brauche meinen Führerschein. Warum bestellen Sie dann eins? Weil Sie keine Milch haben. Thank you.
Entweder ist er ein Erpresser, dann haben wir keine ruhige Minute mehr. Wenn er einmal zahlt, zahlt immer. Ja, oder er wollte nur auf den Busch klopfen. Dann haben wir bald die Polizei auf dem Hals. Wir müssen alle Kredite zurückzahlen, und zwar sofort. Da kann uns keiner was wollen. Das sind mal 3 Jahre Arbeit? Für nichts? Ja, verdammt noch mal. 1.240.000 Mark sind doch nicht nichts. Nein. Aber 6 Millionen sind mehr. Die 6 Millionen gehören der Bank. Aber die Anlagekonten, die gehören mir. Nein. Die laufen nur auf deinen Namen. Du hast doch nicht im Ernst geglaubt, dass ich das Geld wieder hergebe. Doris, du hast mich die ganzen Jahre belogen. Ich? Dich? Du bist doch genauso geldgeil wie ich. Und zwar heute. Das ist dein Flugticket. Du, das kann ich nicht so Hals über Kopf. Das ist wegen meiner Frau. Ach ja, natürlich, deine arme Frau. Die tut mir doch so leid. Ganz allein in dieser riesen Villa. Das Haus wird man ihr wegnehmen. Dann lass sie nachkommen. Wie bitte? Ich denke, wir beide. Ja, ja. Die große Kohle und die große Liebe. Wenn man zu viel vom Leben verlangt, dann wird es ungehalten und gibt einem gar nichts. Wir hatten gesagt, in 2 Jahren. Wir haben gesagt, bei 3 Millionen Gewinn ist Schluss. Jetzt haben wir 6 Millionen. Du, wenn ich die Wahl habe zwischen 6 Millionen auf den Bahamas und 6 Jahren hinter Gittern, dann weiß ich, was ich tue. Ich habe mein Büro schon ausgeräumt. Du fährst sofort in die Bank und schaffst alle Unterlagen weg. Wir werden ganz schön die Mühe haben, die ganze Sache zu rekonstruieren. Und wann soll ich packen? Quatsch. In 4 Stunden triffst du mich am Gate nach Miami. Mein Pass liegt zu Hause. Dann hol ihn. Was ist denn? Herr Altmann, entschuldigen Sie die Störung, aber da ist Herr Dr. Renz für Sie. Ich bin für niemanden zu sprechen. Er lässt sich nicht abweisen. Er sagt, es sei seine Pflicht. Als Rechtsanwalt ist es meine Pflicht, Sie zu warnen, Herr Altmann, und zwar unverzüglich. Einen Moment. Ich komme sofort. Herr Dr. Renz, kommen Sie herein.
fürs Ausflugsziel. Das ist mehr der Geruch, der mich anzieht. Kann ich gut verstehen. Wussten Sie, dass Schiller faule Äpfel in seinem Arbeitstisch hatte? Das muss ihn wohl animiert haben. Der Geruch von faulen Äpfeln. Was dem einen faule Äpfel sind, dem anderen faule Akten. Wer ist denn Ihr Mitarbeiter beim Finanzamt, der Ihnen all die Unterschriften besorgt? Damit Sie sie dann fälschen können. Muss ja einer sein, der Zugang zu allen Buchstaben hat. Zumindest von Berger bis Kunze. Sehr clever. Vielleicht ist es aber auch mehr der Geruch von Dingen, die tot sind, der mich anzieht. Ja, ja. Mit Toten haben Sie es ja schon immer gehabt. Mhm. Die nicht mehr reden und nicht mehr schnüffeln und nicht erpressen. Drehen Sie sich um. Umdrehen. Los, aufs Dach! Wo ist denn hier das nächste Telefon? Gleich oben an der Straße. Hier, kümmert euch um sie. Ich rufe einen Notarztwagen. Der Notarztwagen ist unterwegs. Ja, und ich nehme jetzt ein Taxi zum Flughafen. Wieso?
Hab ich dir doch erklärt, meine Karre ist auch im Arsch. Als Anwalt solltest du nicht so schadenfroh sein. Tschüss. Attention, please. Mr. and Mrs. Kirchner booked on Lufthansa flight 418 to Miami. Please contact the information counter. Okay, danke. Danke. Dankeschön. Halt, die Bordkarte bitte. Entschuldigung, mein Freund hat was vergessen. Ich muss ihm das unbedingt bringen. Ich bin gleich zurück, ja? Halt, bleiben Sie stehen. Hey. Schutzdienst, bitte kommen. Hey, was soll denn das? Moment, so geht's aber nicht, ja? Oh, Entschuldigung. Hören Sie mal. So, das ist er hier. Kommen Sie bitte mit. Wieso? Was ist los? Ich bin Bürger eines freien Landes. Dankeschön. Walter PPK M12. 24, 38. Ich bin Privatdetektiv. Da drin ist mein Ausweis und mein Waffenschein. So, so. Privatdetektiv. Stimmt tatsächlich. Josef Matula, Privatdetektiv. Lizenz gültig. Na also. Ich muss dringend mal telefonieren, Leute. Na bitte. Wer ist denn der Chef hier? Können Sie gleich mal mit Rechtsanwalt Dr. Renn sprechen. Der wird Ihnen dann sagen, welche Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden ist. Den Pass haben Sie dabei? Ja. Danke. Dankeschön. Danke sehr. Ja, das gibt's doch gar nicht. Meine Bordkarte ist weg. Ja, ohne Bordkarte kann ich Sie nicht fliegen lassen. Ja. Na, haben Sie wenigstens Ihren Flugschein dabei? Ja, natürlich. Sieht er es auch weg? Bitte, schauen Sie doch bitte mal nach. Ich bin nach Miami unterwegs. Ich muss im Computer sein. Ja, Altmann, Klaus Altmann. Auch wenn Sie im Computer sind, kann ich Sie leider so nicht fliegen lassen. Ja, aber es muss doch eine Möglichkeit geben, verdammt nochmal. Da müssen Sie sich einen neuen Flugschein kaufen. Und zwar vorne am Flugscheinschalter. Entschuldigen Sie bitte, ich bin sehr eilig. Darf ich mal vorgehen? Vor allem, ich brauche ein Ticket nach Miami auf den Namen Altmann, Klaus Altmann. Aber bitte schnell, der Flug ist nämlich schon aufgerufen. Und ich muss die Maschine kriegen. Sind Sie Klaus Altmann? Ja, wieso? Ich glaube, Sie müssen nirgendwo mehr hin. Kommen Sie bitte mit. Ab. Ja, Altmann. Was haben Sie vorhin verloren? Dankeschön. Wiederhören. Die Zenker kommt durch. Brüche, Quetschungen und Lungenriss. Aber sie kommt durch, mein Arzt. Hat ja genügend Zeit, das auszukurieren. Betrug, Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung, illegaler Waffenbesitz, Körperverletzung. 5 Jahre, würde ich sagen. Hast du Kunze schon angerufen? Er dankt dir. Er will dich einladen. Wozu? Zu einer Milchparty. Bananenshake, Joghurt, Buttermilch. Eine richtige Sauforgie. Und meine 350. Was für 350 Mark? Ein Honorar. Ich denke, du kriegst 400. Wenn ich so schnell arbeite, gebe ich Rabatt.